man erzählt dann natürlich, ne, wie das war, wie jeder das empfunden hat und alles. Und ich habe dann auch die ersten Erkenntnisse von meinen Leuten schon schriftlich festgehalten, wer was gemacht hat, wie viel Schuss jeder verbraucht hat und so weiter. Denn das sind Sachen, die man, da denkt man ja nicht dran und nachher ist es aus dem Gedächtnis raus. Muss man also sofort machen. Und habe mir dann handschriftliche Notizen gemacht für meinen Einsatzbericht. Und dann haben wir unseren Sieg gefeiert, Anführungsstrichen Sieg gefeiert. Und ja, dann hat erstmal jeder ein Nickerchen gemacht. Und irgendwann sind wir dann ja auch in Frankfurt gewesen. Und dann hieß es, wir gehen in Frankfurt runter. Und dann haben wir gesagt, wieso denn in Frankfurt? Die sollen auch die 10 Minuten weiterfliegen, dann sind wir in Köln-Bonn, wo wir hin müssen. Und dann wurde gesagt, nein, die Crew ist jetzt schon so lange unterwegs, die muss getauscht werden. Und dann sind beide Maschinen in Frankfurt runter und die Maschine mit den Geiseln ist in Frankfurt geblieben. Und bei uns wurde nochmal komplett die Crew gewechselt, ja, und nochmal komplett aufgerüstet die Maschine mit Getränken und Speisen. Und ja, wir waren dann ausgeschlafen und dann startete die Maschine nochmal und dann gingen die Stewardessen, wollten uns bedienen mit Bierdosen, ne? Indem sie dann einzeln aus dem Karton nehmen wollten und uns verteilen, haben gesagt, gib die Kiste her. Ne? Dann haben wir uns dann selber bedient und als wir dann nach Köln-Bonn kamen, gelandet sind, ich saß auf der linken Seite, gucke ich so aus dem Fenster, sah den Flughafen so vor mir und da war ein unheimliches Tamtam da. Riesen Auflauf von Menschen und alles und haben gesagt, das ist ein Staatsbesuch heute. Wusste man ja nicht. Und wir wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das für uns sein könnte. Überhaupt nicht. Also für uns war es ein Einsatz. Aber welche Auswirkungen der hat auf Deutschland, auf die Politiker, auf die ganze Szenerie, haben wir uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Und dann hieß es ja noch, dass wir in Uniform aussteigen sollten. Ja? Und da ging ja gar nicht. Unsere Uniform war ja alles unten im Frachtraum. Ja. Und Wegener muss dann wohl gesagt haben, als der Pilot sagte, wir müssen da die und die Position anrollen. Und der Wegener hat geguckt, der ganze Boheider hat ja auch nicht mitgerechnet. Hat gesagt, nee, das machen wir nicht, wir sollen eine andere Position anrollen. Und dann kam der Befehl aber vom Innenminister, dass wir auf diese Position rollen müssen und mit Uniform aussteigen. Und das ging ja gar nicht. Und dann haben wir gesehen, als wir dann tatsächlich rauskamen, der rote Teppich ausgerollt, die anderen Einsatzeinheit stand da und die hatten unsere ganzen Familien dahin gekarrt mit Bussen, Frauen und Kinder, was natürlich für uns unheimlich toll war. Und oben auf dem Flughafengebäude, auf den Aussichtsplattformen standen hunderte von Leuten, alles voll. Kam uns vor wie Staatsbesuch. Wir wollten eigentlich nicht aussteigen, aber mussten wir ja trotzdem. Und als wir dann gesehen haben, unsere Frauen da waren, war natürlich super. Dann konnten wir die erstmal begrüßen und dann mussten wir uns da aufstellen und dann kam wegen noch mit dem Mayhofer abgeschritten die Front und dann mussten noch die ganzen Führungskräfte, also die beiden Einsatzführer und die beiden ältesten SET-Führer und Wegener, in so einem VIP-Raum wurden wir geführt und sollten dann noch dem Innenminister Rapport geben. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber im damaligen Bundesgrenzschutz war die Hierarchie noch ziemlich hoch und ziemlich gestaffelt. Und da saßen etliche Goldfasane. Goldfasane heißen für uns also höheren Dienst. Ne? Die saßen da auf den Stühlen, dann kommen wir rein in unseren durchgeschwitzten Klamotten, die sprangen alle hoch und haben ihre Plätze angeboten. Das kannten wir ja überhaupt nicht vom Bundesgrenzschutz oder sowas. Und ja, und dann hatte Mayhofer den Wegener gefragt, wie es da war, wollte irgendwas wissen. Und dann sagte Wegener, sagte, auch ein Minister muss nicht alles wissen. Ja, weil ja auch Presseleute da waren. Und dann konnte man natürlich nicht unsere Taktik verraten. Und dann wurde ich gefragt vom Minister, wie ich das denn empfunden hätte, den ganzen Ablauf. Ja, ich sage, wie eine Übung, nur besser. Ja, und dann waren unsere Leute, sind ja schon mit Bussen nach Hangela gefahren worden. Und als wir unseren Termin dann absolviert hatten, wurden wir dann mit PKWs nach Hangela gefahren. Und unterwegs blinken uns die ganzen Autos entgegen, weil wir fuhren ja mit Blaulicht. Und alles, was uns entgegenkam auf der Gegenspur, blinkte uns an. Die wussten alle mehr als wir. Denn die hatten das live im Fernsehen gesehen, aber wir ja nicht. Wir wussten immer noch nicht, was passiert ist. Und dann kommen wir nach Hangela reingefahren. Dann standen Leute rechts und links an den Straßen wie zum Karnevalsumzug. Bis vor die Unterkunftstür.
Also bis zum Kaserneneingang. So. Also, da konnte man sich vorher gar nicht vorstellen, was da los war. Und dann kriegt man langsam Gänsehaut. Ne? Dann gemerkt hat, oh, muss irgendwas Besonderes gewesen sein. Und ja, war ja auch so. Und dann kommen wir in die GSG 9 rein. Da war das ganze Foyer vollgestellt mit Geschenken, mit Blumen, mit Weinkisten, mit Bierfässer. Also alles möglich stand da. Aber und das war alles schon für uns. Da haben die Leute so spontan alle gehandelt. Dann haben wir gesagt, wenn die Jungs jetzt zurückkommen, die haben bestimmt Durst, müssen wir was zu trinken haben. Ja? Und dann kriegten wir frei an dem Abend, konnten nach Hause fahren zu unseren Familien und mussten nächsten Mittag wieder da sein um 12. Das war alles an Freizeiten. Danach ging ja die Bereitschaft weiter.